Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Unboxings. Ich habe mir ein gebrauchtes Auto gekauft, zu welchem auch bald noch einige Videos kommen werden. Und ich habe vor, das Auto richtig schön aufzubereiten und mit verschiedenen Technik-Gadgets auszustatten. Zu Beginn möchte ich das Auto erstmal ordentlich sauber machen und habe einfach mal Kontakt zur Firma All Clear aufgenommen. Das ist ein führender Hersteller für Autoreinigungszubehör, aber auch verschiedene andere Reinigungsmittel. All Clear habe ich gefragt, ob sie mir nicht einfach ein paar ihrer Reinigungsmittel zum Testen zuschicken können, und daraufhin kam tatsächlich eine Antwort zurück, dass mir eine kleine Auswahl zugeschickt wird. Inzwischen steht dieses große Paket hier vor mir, das ist auch ziemlich schwer und ich bin schon richtig gespannt, was das alles drin ist. Vielen Dank an dieser Stelle an All Clear für die nette Zusammenarbeit. Ich bekomme weder Geld dafür, noch bekomme ich irgendetwas vorgeschrieben, was ich hier sagen muss. Ich nehme euch hier zu meinen ersten Eindrücken mit. Und ihr könnt natürlich meine neutrale Meinung erwarten. Aber reden wir nicht länger um den heißen Brei herum, sondern öffnen einfach mal das Paket nach dem Intro. Also viel Spaß! Wenn du neu hier bist, würde es mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. So, zuallererst wurden mir hier einige Reinigungstücher mit in das Paket hineingelegt. Auch hier einen Premium-Waschhandschuh. Da freue ich mich echt drauf, den mal auszuprobieren, weil ich habe das Auto bereits mal grob von außen gereinigt mit etwas Wasser und einem anderen Autoshampoo. Und da musste ich feststellen, dass dieser Waschhandschuh, den ich da benutzt habe, immer so Schlieren gezogen hat und das Auto eher schmutziger wirkte danach, als es vorher eben war. Und da hoffe ich ganz einfach, dass dann mit diesem Waschhandschuh hier von All Clear besser wird. Dann haben wir hier noch ein weiteres Reinigungstuch in einer Tüte zusammen mit einer Schnellversiegelung. Das ist auch sehr, sehr cool. Hier hinten steht sogar der Glanzwert drauf. Das hier hat einen Glanzwert von 9, also schon recht glänzend. Da bin ich auch mal gespannt drauf, das dann auf dem Auto auszuprobieren. Hier ist dann auch noch ein, zwei Seitenallrounder dabei. Ich glaube, das ist der gleiche wie der hier. Davon kann man ja auch nie genug haben. Als nächstes haben wir hier einen Glasreiniger. Da habe ich gerade bei den Autos meiner Eltern bislang immer den ganz normalen Fensterreiniger vom Supermarkt verwendet und musste da auch schon feststellen, dass die Fenster dann nie so richtig sauber werden. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ist. Ein Glanzwert steht nicht drauf, aber ich denke, die Fenster werden dadurch definitiv dennoch sauber werden. Passend dazu liegt natürlich auch noch das perfekte Ultra-Mikrofaser-Glas-Polish-Tuch bei. Auch ein recht großes Tuch, 70 auf 50 cm, auch waschbar bis 60 Grad. Und mit dem Tuch lässt sich das dann bestimmt auch noch streifenfreier und ordentlicher hinbekommen. Dann haben wir hier ein Schleif- und Anti-Hologramm-Politurmittel. Das ist, meine ich, dafür da, um gerade diese Mikrokratzer, die im Autolack drin sind, die man aber trotzdem sieht, einfach auszupolieren. Das heißt, es füllt quasi diesen fehlenden Lack auf und soll damit dann einen tiefen Glanz erzielen. Da bin ich auch mal gespannt. Passend dazu liegt natürlich auch hier ein Polierpad gegen Hologramme bei und ein Handpolierschwamm für Profis. Dann haben wir hier als nächstes, ein Felgenhandschuh, der ist ja richtig cool. Ja, cool. Ein richtig schöner, flauschiger, passender Handschuh für Felgen. Und hier dann wahrscheinlich ein Felgenputzmittel. Ist ja auch mit drin, pH-neutral. Gerade diese Felgenreiniger sind ja meistens etwas angreifender und sollte nicht gerade auf den Lack oder auf die Haut kommen. Dafür ist natürlich dann so ein Felgenhandschuh auch perfekt gemacht. Und man kommt hier natürlich auch in alle Ecken und Kanten mit diesem Felgenhandschuh rein, weil er eben so an der Hand passend anliegt. Perfekt. Ich werde auch versuchen, alle Produkte, wenn ich sie bei Amazon finde, unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Und natürlich auch All Clear ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die Firma gerne mal aus. Ich kann es kaum glauben, aber es ist noch mehr in dem Paket drin. Wir haben hier noch mal wieder einen Schwamm, einen Fliegen- und Insektenschwamm. Das ist so ein bisschen ein raueres Material hier. Wirkt so ein bisschen schleifend. Aber dennoch recht weich, also den Lack wird man damit nicht beschädigen. Und zusätzlich liegt hier noch ein Insektenentferner mit dabei. Alle Mittel hier, die zum Sprühen sind, sind auch mit Sprühkopf versehen. Das heißt, man sprüht einfach kurz drauf, nimmt den passenden Schwamm zur Hand
und kann damit direkt alles entfernen. Dann haben wir hier passend zur Schleif- und Anti-Hologramm-Politur noch eine Finish-Politur. Die erzeugt dann perfekten Spiegelglanz, schützt und pflegt den Lack, entfernt Hologramme, Mikrokratzer, Polierspuren und graue Schleier. Ich glaube, dann muss ich tatsächlich erst dieses Mittel hier auftragen und kann danach mit dieser Finish-Politur das Ganze noch versiegeln. Sehr cool. Leute, es hört nicht auf. Ich habe noch mehr in dem Paket gefunden. Hier ist ein Mikrocar-Autoschwamm. Ah, das sind diese Schwämme, die man sich ins Auto reinlegen kann, damit die dann die Feuchtigkeit am Fenster ansaugen können. Ah. Ah. Ein recht fester Schwamm. Und damit kann man eben an der angelaufenen Scheibe entlangfahren, gerade morgens, und kann damit eben den Dunst von der Scheibe entfernen. Und ich meine, man kann es auch einfach im Auto liegen lassen und dann wird die Scheibe erst gar nicht mehr so sehr anlaufen. Dann haben wir hier noch eine Reifen- und Kunststoffpflege. Wie die Reinigungsprodukte hier von Euclear funktionieren, werden wir dann gemeinsam in den nächsten Videos herausfinden. Dann seht ihr auch ganz offen und ehrlich, wie die Produkte funktionieren und ob sie auch eventuell für euch geeignet sind. Und dann haben wir hier noch einen Auftragsschwamm. Den nehme ich dann ganz einfach, trage hier wahrscheinlich dieses Mittel einfach auf und kann es dann hier ganz sauber auftragen. Und dann haben wir hier noch einen Innenreiniger. Ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste beim Gebrauchtwagenkauf, um sich im Auto selbst dann auch wohlzufühlen und eben die Verschmutzungen gerade vom Cockpit, von den Böden und so weiter eben aus dem Auto herausholen. Und dazu liegt dann noch mal wieder ein Tuch. Im Endeffekt haben wir jetzt sehr, sehr viele Tücher, aber wie gesagt, von den Tüchern kann man auch nicht genug haben. Gerade wenn man verschiedene Reinigungsmittel verwendet, sollte man auch für jedes Mittel ein eigenes Tuch verwenden, um die nicht irgendwie dann zu vermischen und innen dann noch mit dem Felgenhandschuh irgendwie dann das Cockpit zu reinigen. Inzwischen haben wir schon ganz, ganz viel ausgepackt, aber es ist noch etwas im Paket, nämlich etwas, auf was ich mich sehr, sehr gefreut habe, ein Autoshampoo. Ihr selbst verwendet natürlich auch häufig in der Woche ein Shampoo und was euch gut tut, kann natürlich auch einem Auto nicht schaden. Und tatsächlich, dieses Shampoo riecht so gut. Es hat so einen leichten Orangeduft tatsächlich. Das Auto riecht danach gut und wenn es dann mal regnen sollte, hat man auf dem Autolack so einen Abperleffekt. Das heißt, die Regentropfen werden dann von dem Lack direkt wieder herunterfließen und nichts wird auf dem Auto dann groß haften bleiben. Da freue ich mich dann auch schon sehr, sehr drauf, das dann auszuprobieren, gerade weil es so extrem gut riecht. So, ich habe jetzt hier nochmal alles kurz aufgetischt, was ich von euch hier alles zugeschickt bekommen habe. Und ihr seht ja selbst, was das hier für eine riesige Menge an unterschiedlichen Reinigungsutensilien ist. Und da freue ich mich auch schon darauf, das alles hier mal zu testen und zusammen mit euch in einigen Videos festhalten zu können. Euclear ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das Ganze gerne aus und lasst auch gerne eine kleine Bewertung und ein Abo auf diesem Kanal da, wenn euch das Video gefallen hat. Und habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und tschüss!